du es erkannt? Weil ich dich kenne. Ich verstehe es nur einfach nicht. Ich leier diesen ganzen Wettbewerb an, damit du das Kleid nicht entwerfen musst. Und jetzt entwirfst du es doch? Ich habe halt mitbekommen, dass bei den Entwürfen nichts Richtiges dabei war. Und ich wusste, dass es dir wichtig ist, in einem Kleid zu heiraten, das zu dir passt. Eigentlich hättest du gar nicht erfahren sollen, von wem der Entwurf ist. Dann hätte es auch kein Problem gegeben. Doch, natürlich. Warum? Weil ich einfach nicht will, dass du dieses Kleid entwirfst. Weil ich nicht will, dass du das machen musst, wenn du Gefühle für mich hast. Die ich nicht erwidere. Und das ist der einzige Grund. Ja. Das heißt, wenn ich damit klarkomme, dann ist alles okay, richtig? Nein. Doch. Außer... Außer? Wenn meine Gefühle kein Problem sind, dann gibt es nur ein Problem, wenn du auch Gefühle hast. Dann gibt es kein Problem. Siehst du? Sag ich doch. Wolltest du nicht auf die Beerdigung? Ja, gleich. Lass mich raten, es geht um den Entwurf, du willst ihn nicht mehr. Ich glaube einfach, dass eure Strategie nicht funktioniert. Warum? Weil man LCL vorwürfen wird, dass alles ein abgekartetes Spiel ist. Dass ihr heimlich einen Star-Designer engagiert habt. Lass sie doch schreiben, was sie wollen. Hauptsache, wir sind im Gespräch. Und was ist mit den Rechten am Entwurf, wenn der Designer doch anonym bleiben möchte? Da vertraue ich ehrlich gesagt unserer Rechtsabteilung. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, ob ich diesen Entwurf wirklich so gut finde. Du willst diesen Entwurf nicht, weil du weißt, dass er von Rebecca ist. Ich sollte Geld dafür nehmen, ich bin wirklich gut. Darf ich dir mal was sagen als Freundin? Ich kann dich ja vollkommen davon abhalten. Du wolltest diesen Wettbewerb. Rebecca hat das alles freiwillig gemacht. Ihr Entwurf ist genial und die Presse ist neugierig. Das heißt, wir haben eigentlich kein Problem, es sei denn. Du bist doch vom anderen Ufer. Nein, bin ich nicht. Gut, dann haben wir kein Problem. Verdammt! Hallo, Marlene. Ich bin zu spät. Fährst du auch zur Beerdigung? Die Trauergemeinschaft muss gleich eintreffen. Alles bereit. Marlene? Rebecca, hey. Was gibt's? Eben auf dem Friedhof, was Jessica gesagt hat. Loslassen ist das Schwerste an der Liebe, aber es gehört dazu. Ja. Das war wirklich sehr ergreifend. Was auch immer zwischen uns war, es soll nicht sein. Und ich muss loslassen, das weiß ich. Ich würde dir gerne noch ein Abschiedsgeschenk machen. Das Brautkleid. Aber ich hab doch schon gesagt, dass es damit überhaupt kein Problem gibt. Ja, das hast du gesagt. Aber du denkst was anderes. Ich möchte nicht, dass du es nur annimmst, weil dir keine bessere Ausrede einfällt. Du sollst es gern tragen. Bitte,
Nimm es als Symbol für unseren Abschied und deinen Neubeginn mit Tristan. Freue ich mich, dass du schon zurück bist. Tristan? Hey, hey. Gut siehst du aus. Schön, dass du wieder da bist. Wie war's? Sehr gut. Und mehr wird nicht verraten. Immerhin ist eine Hochzeitsüberraschung. Du warst gerade bei der Beerdigung. Ja. Ich habe Arno wirklich sehr gemacht. Ja, ich auch. Arno Brandner haben wir das No Limits zu verdanken. Ich hätte mich gerne von ihm verabschiedet. Wie ist denn das Brautkleid-Casting gelaufen? Ach, die Details erspare ich dir lieber. Aber es sieht so aus, als würde nun doch ein Entwurf von Rebecca das Rennen machen. Außer du legst dein Veto ein, was ich total verstehen würde. Mein Veto? Warum? Naja, weil... Ich meine, Rebecca hat schon bei meiner Hochzeitsvorbereitung geholfen. Und sie ist eine tolle Designerin. Und ich meine, wenn sie bereit ist, dein Brautkleid zu entwerfen, dann zeigt das doch nur, dass sie über dich hinweg ist. Also, ich bin übrigens ziemlich neugierig. Worauf? Na, auf das Brautkleid, wie du darin aussiehst. Du bist die schönste Braut, die jemals im Altar geführt wurde. Ja, das finde ich auch.